Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Lisa. So, ich werde jetzt mal versuchen, einen Tipp umzusetzen, den ich vor ein paar Folgen erhalten habe. Ich kann leider meistens die Tipps nicht von einer Folge zur nächsten umsetzen, weil ich halt, ja, meistens zumindest ein oder zwei Parts schon weiter aufgenommen habe. So, wir sollen hier nämlich equippen auf Bard. Da muss ich jetzt mal gucken, wohin das gehört. Ich glaube, es soll ein Accessoire sein. Hier. Okay, das ist ein sehr, sehr starker Geruch. Dann werden wir den mal ausrüsten. Hey, Freund! Dich habe ich ja noch nie gesehen. Du siehst ja cool aus. Komm doch rein! Ja, tatsächlich. Super, es hat geklappt. Ich behalte das mal ausgerüstet, weil ich nicht weiß, ob die uns vielleicht hier rausschmeißen, wenn wir nicht mehr stinken. Card Race. Wartet mal. Komme ich da hoch? Ja, super. Dann speichern wir hier mal. Ich speichere mal da drüber. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Ich bin der größte Card Racer aller Zeiten. Du wirst niemals in der Lage sein, dich mir zu stellen. Aber das werden wir ja noch sehen. Ich glaube, dass wir das tun werden, wenn wir mit dem hier reden. Möchtest du mitmachen beim Card Race? 10 Magazine. Das ist das Spannendste überhaupt. 2 Männer kämpfen gegeneinander bzw. heizen gegeneinander bis zur Ziellinie. Das solltest du wirklich ausprobieren. Nur 10 Magazine. Ja, Sekunde, ich gucke mich hier nur kurz um. Da hinten ist eine Bar. Aber das ist viel zu gefährlich dort. Nur echt harte Kerle können lang genug leben, um dort anzukommen. Oh je. Ist der Weg dorthin so gefährlich oder was? Und kann ich hier runter, ohne zu sterben? Es scheint fast, als wenn nicht. Ich dachte nur, weil da so viel Müll lag, dachte ich, dass man da möglicherweise lang kann. Ich rede nochmal mit dem, falls es wichtig ist, mit ihm geredet zu haben. Vielleicht probieren wir das hier mal einmal aus. 10 sind ja nicht viel, wir haben ja jetzt viele gesammelt durch das russische Roulette. Okay, Sattel auf. Oh Gott, bereit? Aber was muss ich machen? Ah! Och nö. Oh Gott. Tut mir leid, wenn ich nicht viel sage, aber ich muss hier drücken. Und zwar verdammt schnell. Komm schon, Tastatur, mach doch. Aber es läuft gut. Aber vielleicht muss ich gegen noch viel härtere Gegner antreten. Ja, bitte nicht. Ich hoffe, es sind nicht 10 Runden oder so. Das halte ich ja nie durch. Da wird mein Handgelenk kaputt gehen. Habe ich nicht schon gewonnen? 20 Magazine, mehr nicht? Hm, nicht beeindruckt. Oh, Kacke, wir müssen tatsächlich mehrmals. Okay. Aber ich glaube, wenn wir das durchschaffen, dann kriegen wir wieder am Ende einen neuen Mitstreiter, wie das bei, glaube ich, fast allen dieser Minispiele ist. Mal gucken. Gegen wen wir jetzt antreten? Ah, jetzt treten wir gegen den an. Okay, aber das könnte ja dann sein, dass wir jetzt gegen den antreten und beim nächsten Mal dann schon gegen diese komische Biene? Oder was soll das sein? Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man gegen die 3 kämpfen muss. Dann können wir das ja zusammen machen, würde ich sagen. Ach nee, das ist ja... Der mit dem Helm steht ja immer noch da oben. Dann weiß ich nicht, wie oft das hier schon wieder geht. Okay, also ich mache das hier noch, machen wir zusammen. Und wenn die nächsten irgendwie noch nicht das, die Finalen sein sollten, dann schneide ich die raus. Okay, machen wir so. Weil das ist ja wahrscheinlich zum Zuschauen sonst nicht so aufregend. Oh, mein armer Arm. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, wie viele. Was auch immer. Er ist okay. Aber er kommt immer noch nicht mit. Aber hört sich fast an, als wäre er vielleicht bald bereit, mit uns zu kommen. Also mal gucken. Wie gesagt, ich schneide das nächste nur raus, wenn es nicht das Finale ist. Probieren wir nochmal. Okay. Oh Mann. Bereit. Hey! Der hat einen Frühstart gemacht, das ist unfair. Schon wieder Joy? Ich hatte doch eben schon diesen Joy-Blitz. Boah, es wird auch echt immer schwerer, muss ich schon sagen. Also die werden halt schneller, die Gegner. Und ich meine, ich drücke echt schon verdammt schnell, möchte ich meinen. Ich gebe mir echt mega Mühe hier. Ah, ja. Ach, immer nur 20. Und? Ah, kehre zurück und stell dich mir. Dann ist jetzt das Finale.
Okay, dann werde ich wahrscheinlich nichts rausgeschnitten haben. Das ist ja sonst doof. Gut. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das. Das ist echt... Huff. Ja, los. Okay. Ich bin bereit. Tatsächlich, er ist es. Ich drücke jetzt schon. Oh nein! Oh Gott, ich kann nicht schneller. Ich mache schon echt... Ja! Das ist total verrückt, oh mein Gott. Was für eine Anspannung. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich krieg gleich Krampf, ich krieg gleich Krampf. Boah, ich hab's geschafft. Oh, 20 Magazine. Wow, du bist wirklich gut. Hey, wehe, du kommst jetzt nicht mit, dann kriegst du Ärger. Ich habe mir jetzt voll die Mühe hier gegeben, ja? Gucken wir mal, aber ich glaube, der kommt jetzt bestimmt mit, wenn wir ihn ansprechen, oder? Du hast gewonnen. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um der beste Kartracer zu werden. Naja, also ehrlich gesagt war ich hiervor einfach ein Buchhalter, glaube ich, ne? Ein Accountant. Aber das ist nicht wichtig. Was soll ich denn jetzt nur tun? Du bist ein Arschloch. Diesen Loser zurücklassen oder... Mensch, ist doch nicht so schlimm! Naja, vielleicht kann ich dir ein paar meiner Kartfähigkeiten beibringen. Du könntest doch mit mir und meiner Crew abhängen. Alles klar, aber vergiss nicht, ich will stärker werden. Ich werde besser werden als du und ich werde dich schlagen. Ich brauche keine Freunde, ich brauche Gegner. Sliminetti! Juhu! Wieso ist denn der hier so langsam? Ach so, das war ein Bug, glaube ich. Er war eigentlich am Laufen, aber irgendwie wurde das Fahrrad angezeigt. So, super, den haben wir also bekommen. Ja, ich habe gerade gespeichert, genau. Sagt er jetzt was anderes? Nee. Okay, das probieren wir aber natürlich auch, auch wenn es sehr gefährlich sein soll. Lache, denn im Lachen ist alles Böse anwesend. Aber es wird durch sich selbst gereinigt, sozusagen. Und jetzt hau ab, verdammt nochmal. Manchmal ist es okay, sensibel zu sein. Okay. Hey, Außenstehender, um ehrlich zu sein, mochte ich, wie du vorher gerochen hast. Ich hasse diese Insel. Will er damit andeuten, ich soll das wieder wegmachen? Ich probiere das mal kurz, ja? Ich weiß nicht genau, ob er das meint. Und, wie findest du das? Jetzt sagt er nichts mehr. Hm. Was ist? Was ist denn hier los? Wieso wird hier andauernd geblitzdings? Joy geblitzt. Da ist jemand. Ach, die reden nicht mit mir, wenn ich nicht stinke. Wartet mal. Also wieder das. Rede mit mir! Ich, empfehle dir nicht, hier weiterzugehen. Es führt zu einer Bar. Aber nur die stärksten Männer gehören dorthin. Also wir probieren es zumindest mal, aber vielleicht ist es wirklich eher für später. Aber wir probieren es. Okay. Ui. Ein Kühlschrank? Das ist seltsam. Okay, lass mich mal überlegen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der ziemlich stark sein könnte. Deswegen greife ich erstmal anständig an, okay? Ach, verflixt, er kann nichts. Auf jeden Fall ist er noch nicht tot, der Kühlschrank. Er weint, naja. Nicht so schlimm. Skills. Ach, mit ihm machen wir mal normal. Er heilt sich selber nochmal. Und er macht einen Gasoline Spit. So, schön. Er ist erstmal nämlich voll geheilt dann. Und bam. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viel nötig gewesen wäre. Aha, also gibt es hier Zufallskämpfe. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Hier kann es gefährlich werden. Ist da oben irgendwas? Oder kommen dann nur noch mehr Kämpfe? Also auf jeden Fall ist keine schlechte Idee, immer so zu machen. Er macht das hier. Er gibt ihm nochmal SP. Und er macht nochmal den Gasoline Spit. Das ist echt super. Damit können wir uns viele Probleme ersparen. Oh, hat diesmal aber nicht so viel abgezogen wie letztes Mal.
Aber ist ja nicht schlimm. Wir machen nochmal Fireball. Normale Attacke. Lass mich kurz überlegen. Auf sich selber. Und das brauchen wir ja jetzt nicht. Machen wir das. Sehr schön. Wow. Ah. Okay, also so 3000 ungefähr. Würde ich mal schätzen. Also ist alles noch im Rahmen des Vertretbaren. Ich drücke hier nur mal. Aber hier scheint nichts versteckt zu sein. Hi, oh. Okay. Ein Mülltonnenmann. Hilfe! Mülltonnenmann. Du kriegst mal einen hiervon verpasst. Du kriegst das da. Und du kannst ja nicht so viel machen. Du machst erstmal dieses hier. Wow! Oh, was ist los? Hammer! Cool. Oh, mega Rapid Arrow. Mensch, cool, Mann. Cooli, 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 cool. Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht. Hier ist ja nichts zum drauf. Nö. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich drücke, 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 drücke. Hi! Okay. Oh, der Arme. Normaler Angriff. Der macht nochmal. Ja, das hier. Und er macht einfach nochmal das. Wenn er umgekippt ist, gehe ich jetzt fast mal davon aus, dass er nicht viel machen kann. Nee, kann er auch nicht. Habe ich richtig gelegen. Ah, immer noch nicht, okay. Vorsicht. Drücken, drücken, drücken. Nichts. Drücken, drücken, drücken. Oh Mann. Es ist aber, seitdem ich RPGs mit Zufallskämpfen spiele, es ist seit allen Zeiten so, dass ich mich immer erschreckt habe, wenn dann der Zufallskampf beginnt. Momentan ist eigentlich ganz gut, aber man könnte das hier machen. So. Ach, verflixt. Oh, das hat gereicht. Na dann. Hätte ich mir gar nicht die Mühe machen müssen, die TP aufzuladen. Mensch, das ist ein weiter Weg. Vielleicht einfach deswegen nichts für... Wartet mal. Dann probieren wir mal, das hier zu sparen. So. Ich hoffe, es reicht. Oh, aber Nern kann... Nee, Olin. Nee, Nern kann echt nicht gut schießen. Also der ist wirklich hauptsächlich ein Supporter, muss man einfach sagen. Was ja auch nicht schlimm ist. Dafür ist er halt gedacht, ne? Boah, ist das ein weiter Weg. Ne Güte. Scheiße, deswegen also. Oh Gott. Das ist heftig scheiße. Aber ist nicht schlimm. Wir sind stark. Wir können das. Okay, er greift erstmal nochmal an, weil er kann ja gar nicht anders angreifen. Und gibt ihm mal ein paar TP. Und er macht auf jeden Fall das. Weil das ist ja dann schon mal super. Wenn wir dann Feuer machen, genau. Sehr schön. Das sieht auch schon mal gut aus. Was auch immer passiert ist, es hat nicht geklappt, was er tun wollte. So. Boah, geil, wir machen mal Mega Rapid Arrow. Mal gucken, was da passiert. Und dem geben wir Neues davon. Und hier kann er momentan nichts, also machen wir Swig. Oh, wow, 5, 6 Mal. Hammer. Das ist ja cool. Sehr schön. So. Okay, bisher sieht es ziemlich gut aus, finde ich. Das machen wir direkt nochmal. Und wir könnten auch jetzt direkt nochmal das machen. Er macht das hier. Sehr schön. Wow, Hammer. Aber ich glaube, wir haben hier trotzdem einen langen Kampf vor uns. Oh, schade. sagte sie und da starb der Gegner. 3000, ja super. Fingerbeam 6. Oh, dreimal Joy. Okay, cool. Meine Güte. Oh, was hat der da vor? Sieht aus, als würde er sich erschießen wollen. Scheiße. Also direkt der nächste Kampf. Alles klar. Topics, lasst mich kurz überlegen. So. Ne. Er hat sich erschossen einfach. Das gibt's doch nicht.
Wieso hat er das getan? Look on the bright side. Oh, ich hoffe, den hätten wir nicht in unser Team aufnehmen können, wenn ich irgendwas anders gemacht hätte. Ich speichere auf jeden Fall mal auf einem neuen Speicherstand. Das werde ich mal ermitteln, ob das so gewesen wäre. Auf File 11 haben wir das. Ich kann es mir eigentlich nicht... Naja, wir hätten von hinten kommen können und ihn überrumpeln können. Okay, muss ich mal schauen. Will? Ein Gast? Ich hatte ja jahrelang schon keinen Gast mehr. Ich habe diese Bar gekauft für irgend so einen Stadttypen. Mann, das war eine echt eine schlimme Investition. Ganz, ganz schief gelaufen. Seitdem lebe ich vom Müll und von dem Meerwasser. Und das schon eine ganze Weile. Ich möchte ja gerne gehen. Aber ich verliere mich immer in dem ganzen Müll. Und darüber hinaus... Was? Bin ich bis oben hin verschuldet? Also Pornomagazin verschuldet. Ach so. Seine Schulden bezahlen. Wie viel ist denn das? What? Du bezahlst meine ganzen 2 Magazine? Ja. Oh, wundervoll. Endlich bin ich befreit von diesen Schulden. Jetzt muss ich nur noch 7 andere Leute bezahlen. Mein Junge. Das verdanke ich alles dir. Ich schulde dir etwas. Ey, geil. Naja, dann glaube ich aber nicht, dass wir an diesem Ort 3 Leute rekrutieren könnten, oder? Naja, ich weiß es nicht. Wartet mal kurz. Ich wollte mir eigentlich mal angucken, wie die so sind. Dazu muss ich aber ganz kurz... Ich würde gerne mal... Olin kurz ausprobieren, den zu wechseln gegen... Change Olin gegen... Lasst mich mal kurz sehen. Percy, Tigerman, Harvey. Der ist auch lustig. Die Fliege sieht stark aus. Und Olli sieht auch ziemlich stark aus. Ich glaube, ich nehme mal die Fliege mit rein. Die probieren wir mal aus. Die sieht cool aus. Dann equippen wir die gleich mal. Ganz anders. Wartet. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Hat Olli was dabei? Das sehen wir ihm mal eben weg. Und das andere hatte ich, glaube ich, allen weggenommen. Ja, da hatte ich ja dann das gemacht. Dann gucke ich nochmal. Komm durcheinander. Ah, alte Socke. Hier ist nichts Besseres. Da ist der Ninja-Scarf. So, super. Dann speichere ich hier nochmal. Genau, auf die 12. Was haben wir hier hinten jetzt noch? Hier geht es ja noch weiter. Ach je. Ach nee, ein Lagerfeuer? Das will ich nicht. Aber wozu ist hier ein Lagerfeuer? Für nach dem Kampf. Ach so, wahrscheinlich muss ich den Weg jetzt auch zurückgehen, weil hier bestimmt die Schlüssel nicht funktionieren. Nee, die Schlüssel gehen nicht. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja immer noch Toby dabei. Den haben wir ja einfach mal entführt. Okay, dann speichere ich. Hatte ich ja gerade, aber egal. Ich speichere nochmal. Ja, dann müssen wir jetzt den Weg zurückgehen, ne? Ich gehe mal unten lang, weil wir unten noch nicht lang gegangen waren. Ich drücke. Yay, 40 Magazine. Cool, gut, dass ich das gemacht habe. Yay! Da war jetzt gar kein Kampf gewesen. Komisch. Huch, jetzt wäre ich fast vorbeigefahren. An der Brücke vorbei. So. So, dann probieren wir das doch mal aus. So, meine Fliege, was hast du denn so? Kotzen. Ein random Effekt. Card Slam. Card Slam 2. Aha. Was ist Drive-By? Ich weiß nicht, hört sich komisch an, Drive-By. Ich nehme mal einen Card Slam. Gucken wir uns das mal an. Er könnte mal ihm ein bisschen Techniques geben. Und er macht einen Drunkard Tumble. Oh, na, das ist ja ein guter Anfang. Aber ist den anderen auch schon mal passiert. Von daher... Oh, na super, jetzt weint er auch noch. Wir wollen mal nicht zu schnell über ihn richten. So. So. Na, sag mal. Scheiße. Jetzt muss er sich aber mal anstrengen, sonst... hat er bei mir verschissen bald, ne? Probier halt mal das Krassere. Mal gucken, ob es das bringt. Er wird sich selber hier mal voll heilen. Na, endlich!
Das Stärkere hat jetzt geklappt. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass es stärker ist oder... So. Okay, naja, naja, naja. Gucken wir mal. Wenn er so eine hohe Missing-Rate hat, ist er natürlich nicht sehr verlässlich, aber kann ja jetzt auch Pech gewesen sein. Okay, der hier ist ja einfach. Dann nehmen wir auch was nicht so Starkes. Dann probiere ich mal Drive-By aus. Durch. Durch, drüber, drunter. Und so. Und der macht das hier. Ah, okay. Drive-By ist gar nicht so schlecht. Als normale Attacke ist sie recht stark. Das ist doch gut, okay. Ich gebe der Fliege noch eine Chance. Ich mag zwar Olin auch sehr gerne, aber ich wäre schon bereit, ihn gegen jemanden Stärkeren einzutauschen. Wer ich absolut nicht hergeben kann, ist natürlich Nern. Ich liebe Nern. Er ist einfach super Supporter. Und Birdie ist halt super mega geil wegen, wegen dem Allspit, ne? Muss man einfach sagen. Warte, dann mache ich einfach mal einen Drive-By. Er kann ja mal einmal heilen. Und er kann gerade nichts. Das ist in Ordnung, wirklich, die Attacke. Kann man nicht meckern. Ah, nichts passiert. Nichts passiert. Du machst... Probier doch nochmal den Card Slam, ob das jetzt funktioniert. Das Cast Powers und... Das hier. Ja, okay. Hat er irgendwie nur Pech gehabt bei dem einen Kampf. Ah, oder die sind irgendwie ein bisschen, also die sind leicht zu missen, scheinbar, die Kühlschränke irgendwie. Mm. So. Komm schon, der muss doch gleich mal erledigt sein. Na, sag mal, der hält aber was aus diesmal. Jetzt ist er nicht mehr fallen. Kommt schon, erledigt den doch jetzt mal bitte so. Kann doch nicht wahr sein. Ja, hat mich schon gewundert, der Kampf ging ja doch schon ganz schön lange. Oh, ist nicht mehr besoffen. So eine Freude. Ja. Ah, okay. Den können wir auch so erledigen. Ich glaube, der macht ehrlich gesagt immer nichts. Beziehungsweise er ist auch einfach überhaupt nicht stark. Nee, er denkt. Was? Hä? Lunatic Freak? Da soll einer drin sein, oder was? Ist das euer Ernst? In diesem Kühlschrank ist eine Person drinnen? Das kann doch nicht wahr sein. So. Dann hätten wir das geschafft. Supi gut. Wir haben diese Insel besiegt, würde ich sagen. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Und von dort können wir uns dann aber ja wieder mit den Truck Keys irgendwo hin teleportieren. Wunderbar. Dann hätten wir das erstmal geschafft. Das andere habe ich noch nicht geschafft. Travel to area. Was? Ach so. So. Genau, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier dann erstmal noch. Oder ich schaffe das zumindest das russische Roulette noch nebenbei, sodass wir die nächste Folge quasi damit starten. Das muss ich aber mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, die Garbage Island haben wir geschafft, ne? Sehr gut. Und dann können wir uns im nächsten Part halt um das nächste kümmern. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon total drauf. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.